Werden Rosen jetzt im Frühjahr oder im Herbst gepflanzt? Das ist egal. Nur in Gegenden mit rauem Klima sollte man die Frühjahrspflanzung vorziehen. Die Rose häufelt man nach dem Pflanzen mit Erde an, wie man es auch bei Kartoffeln macht. So sind sie vor dem Austrocknen geschützt. Fängt der Austrieb an, dann wird an einem trüben Tag die Erde vorsichtig entfernt. Dadurch wird das weiche Holz der Triebe nicht gleich der vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Wird im Herbst gepflanzt, dann wird die Rose auch angehäufelt. Das schützt sie vor Erfrierung. Verwende keinen Mulch. Er verdichtet sich und bleibt zu lange nass. Schnell kann Fäulnis einsetzen. Der Zimmerblumentipp: Asparagus oder auch Zierspargel genannt, bildet bei gesundem Wuchs sehr viele Wurzeln. Das kann den Blumentopf regelrecht sprengen. Jetzt kann man ihn umpflanzen oder teilen.